wir haben Special Editions auszupacken. Und zwar von Destiny. Und zwar haben wir gleich zwei, ja, Mama Special Edition und Baby Special Edition. Offiziell bekannt als Limited Edition und die Ghost Edition. Beides PS4-Versionen, glaube ich, ja, beides PS4-Versionen. Und diese Ghost Edition, da gucken wir hinterher rein. Das ist größtenteils das gleiche wie hier. Es gibt nur ein super tolles Spielzeug, aber die kommt erstmal weg. Scheppergeräusch. Und dann schauen wir mal, was in dieser Limited Edition drin ist. Die ist klar so 100, 110, je nachdem, wo man bestellt hat, ist die wert. Dann machen wir sie mal auf. Tada! Gibt natürlich wieder komische kleine DLC-Geschichten, aber überraschend wenig. Gibt exklusive Spielerschiff-Variante, ein Abzeichen und nochmal ein Skin für den Ghost, diesen kleinen robotisch fliegenden Blub, der euch da begleitet. Also nichts Spektakuläres an der DLC-Front. Ja, Spielerschiff klingt irre, aber die Schiffe sind ja in Destiny eigentlich nur so bessere Taxis, die euch da immer nur im Level abladen. So, jetzt machen wir das mal auf. Es ist aber hier schön gemacht. Da ist innen noch so ein kleiner Sinnspruch. Und da sind sie. Hier ist, ja, das ist das Steelbook und das hier ist das Guardian-Handbuch. Und wir fangen mit dem Steelbook mal an. So, sieht es aus. Das ist ganz hübsch hier, so recht minimalistisch designt, nett, Destiny-Logo drauf, macht sich ganz gut. Jetzt muss ich wieder aufpassen, dass hier keine Codes zu sehen sind. Nein, also innen drin das Spiel und jede Menge Krimskrams. Ich vermute Download-Codes in der Limited Edition, genauso wie in der Ghost Edition, sind Season Passes enthalten. Und ich denke, das hier wird es dann sein. Ja, digitaler Inhalt und Zugriff auf die Vanguard-Waffen kann man sich hier auch noch. Das ist, glaube ich, was, das kriegt man auch so. Man kriegt es hier nur früher. Genau, hier ist ein Monat PlayStation Plus ist kostenlos drin, darf ich auch nicht zeigen. Weil Destiny ist ja quasi always on. Das heißt, ich glaube, ohne Xbox Live Gold und ohne PlayStation Plus ist es, wenn überhaupt, nur so halb funktionsfähig. Da ist es natürlich ganz nett, wenn da sozusagen so ein freier Monat mit drin ist. Also das war's schon. So sieht das Steelbook aus. Hier sind viele Code-Kärtchen, die ich jetzt so hinlege, dass man nichts lesen kann. Oder nicht umfallen. So, und dann kommen wir jetzt hier zu dem coolen Schnickschnack, nenne ich das jetzt mal. Ich stelle das hier mal schon mal so. Hier daneben. So, das ist das Guardian-Handbuch. So steht das da zumindest auf Amazon, glaube ich. Ja, Hüter-Handbuch. Und der Gag ist, ist gar kein Handbuch. Das ist ein Umschlag, in dem der ganze andere Kram drin ist. Ja, ich habe mir ja vorgestellt, dass da jetzt sonst was drin ist und ich da, keine Ahnung, all meine Hütergeheimnisse, so Schafe nicht nachts draußen lassen oder so, in Erfahrung bringe. Aber nein, da ist nur der ganze übrige Kram drin. Eines davon, Waffen und Ausstattung. Ist im Grunde genommen so der Codename für das quasi Artbook. Und das Artbook besteht eigentlich nur aus Knarren. Ich versuche das mal hier so ein bisschen durchzublenden. Das ist ein bisschen schwierig, ich möchte es jetzt nicht in Stücke reißen, aber man sieht schon hier Waffenpornos. Hm? Fehlt noch so ein Ausklappbild von einer Sniper-Rifle in der Mitte. Ist immer ein paar Wörtchen dazu geschrieben und am Schluss, hier sieht man, dann kommt auch die Ausrüstung, die versprochene. Und ganz wichtig hier, für ihre Notizen ist dann auch immer am Schluss. Also alle, früher hat man ja da immer seine Level-Codes eingetragen oder Cheat-Codes, jetzt hier nur noch Notizen für was auch immer und da sind noch so ein paar nette kleine Strichwändchenzeichnungen. Also das ist die Waffen- und Ausstattungsgeschichte. Tun wir weg. Hier ist der Season Pass drin, den ich, ja doch, den kann ich zeigen. So rum nämlich, so sieht er aus. Auf der Rückseite ist dann der Code. Ich schätze mal, ja, Erweiterung 1 und Erweiterung 2 ist darin enthalten. Das heißt also, die ersten zwei Wochen schätze ich jetzt mal so grob. Dann gibt es Postkarten aus dem goldenen Zeitalter. Ja, im Rahmen des Spiels bedeutet das, glaube ich, Postkarten so aus der Zeit, als die Erde noch cool dastand und nicht von Aliens überrannt war. So sah es damals aus. Sind wirkliche Postkarten, also man kann hinten hier sogar, ist vorgestanzt für Briefmarken, falls es sowas bei euch in der Nähe noch gibt. So sehen die aus. Flop, flop, flop. Upp. Für Postkarten
zahlt man immer gerne 100 Euro für eine Special Edition. Dann habe ich hier einen Brief, vielleicht ein paar nette Worte von den Entwicklern oder sowas. Ich muss jetzt mal kurz gucken. Nein. So eine Einleitung, oh Gottchen, so eine kleine einleitende Geschichte anscheinend. Mit einer Flotte von schwerfälligen Raketen brausten wir zu den Sternen. Geht das los? So, keine Kosten und Mühen gescheut und den teuersten Fanfiction-Autor der Welt engagiert bestimmt. So, und hier gibt es noch eine antike Sternenkarte, die so antik ist, dass sie sich leicht plastikartig anfühlt. Aber wer weiß, da so wo Destiny spielt, ist ja vielleicht das auch antik. Hier, so sieht das Ding aus. Man erkennt, dass man darauf nicht viel erkennt, hat also keinen wirklichen Nutzen im Spiel, ist nur was zum an die Wand hängen. Typus Orbis Terrarum steht da oben, Karte der Welt und per Audacia ad Astra, also irgendwas mit Audis und Astras. Wusste nicht, dass Autos vorkommen. So, das war's schon, ja. Das war's schon hier, so, das ist der Inhalt von unserem Umschlag. So, und jetzt muss ich das wahrscheinlich auch alles gleich wieder kurz mal wegmachen, damit wir sehen, was in der Ghost Edition noch drin ist. Also wie gesagt, der Inhalt der Ghost Edition ist identisch mit der Limited Edition. Alles, was ich hier gerade gezeigt habe, ist da auch drin. Es gibt zwei zusätzliche Sachen. So, nehmen wir das gute Stück mal wieder her. Man sieht schon hier eine Umverpackung Hü und Hot. Das Ding ist ein großer Pappkasten. Sieht ein bisschen aus wie eine Requisite aus Kampfstein Galactica. USK 16. War nicht sogar Halo ab 18? Kann mich gerade täuschen. Shooter ab 16 ist ja so ein bisschen wie Porno im Radio. Dann schauen wir mal. Ah, da ist schon hier, die Hauptattraktion ist schon direkt vorne. Na gut. Na gut. Also, das ist ja, das ist der Ghost, ja, unser niedlicher kleiner Begleiter aus dem Spiel, der da irgendwelche coolen, komischen Sprüche absondert. Und der ist halt so ein Ding zum auf den Schreibtisch stellen, aber man kann den aktivieren, der ist quasi batteriegetrieben, akkugetrieben sogar. Also das ist echt ganz, ganz nett übrigens. Ne? Das kann man per USB, Micro-USB aufladen und man sieht schon, wenn man ihn anmacht, dann leuchtet er, aber es gibt eine zweite Einstellung. So, jetzt ist er aktiv und dann hat er einen Bewegungssensor vorne. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas bewege, dann sollte er sprechen. Oder Geräusche machen. Probieren wir mal. Sprich! Wenn ich spreche. This place is littered with pre-Golden Age artifacts. Aha. Und er spricht mit der Stimme von Tyrion Lannister, Peter Dinklage. Fantastisch. Ja, wenn man das auf den Schreibtisch stellt und sich zugewandt hat, wird es bestimmt nicht nerven. Natürlich auch. Danke, danke, das reicht. So, ja. Leider keine Game of Thrones Zitate, aber. So. Das heißt, aber immerhin die englische Version. In der deutschen Fassung wird das ja wahrscheinlich dann anders gesprochen. Das Einzige, was es sonst noch gibt, was in dieser fantastischen Ghost Edition, eigentlich sollte man meinen, dass Activision nach Call of Duty Ghost sich einen anderen Namen hätte einfallen lassen für diese Special Edition, aber gut, ist dieses Ding hier und das sind jetzt die Artefakte aus dem goldenen Zeitalter. Nachdem wir eben schon die Postkarten hatten, hier gibt es jetzt auch noch Artefakte quasi obendrauf. Übrigens die Version, die Ghost Edition, die kostete mal 160, ist inzwischen aber ausverkauft, gab es hier exklusiv nur bei Amazon, inzwischen zu eBay Gold geworden natürlich. Kann man jetzt, glaube ich, so für 250 oder sowas kriegen. Und da sehen wir schon, hier ist so ein, das ist auf Pappe gedruckt, wie so ein billiges Memory-Kärtchen. Das soll wahrscheinlich so eine Art Polaroid sein. Dann ist hier ein Aufnäher. Halte ich den richtig rum? Natürlich nicht. So, haben wir einen Aufnäher hier. Den packe ich hier. Und dann gibt es noch einen Aufkleber mit einem russischen Schriftzug, der aussieht, als ob da Posa draufsteht, aber ich weiß nicht. Und dann haben wir noch hier zwei Diapositive. Negative, Entschuldigung. Oder was auch immer. Es sind Aufnahmen, die aussehen wie ein Planet oder Sonnenflecken. Ich weiß nicht, ob man überhaupt was in dem Video hinterher erkennt. Also auf jeden Fall irgendetwas planetares, irgend so ein Ding, von dem sie einem in der Sternwarte in der Schule früher mal erzählt haben, dass das total interessant ist, was man da gerade sieht. Und man hat sich gedacht, so, kann man denn keine Vulkanausbrüche da mit anschauen oder sowas. Ja, das war's.
Das ist ja die Ghost Edition. Wie gesagt, eigentlich schon nicht mehr zu haben. Die Limited Edition eigentlich, glaube ich, momentan auch relativ vergriffen, so wie ich das beim kurzen Amazon-Browsing festgestellt habe. Aber es ist, glaube ich, nicht Amazon-exklusiv. Das heißt, die gibt es vielleicht noch woanders. Und ich glaube, die 360- und PS3-Variationen sind noch zu haben. Ich kann das Ding auch nochmal aufstellen. Da ist irgend so ein ritterlich anmutendes Wappen drauf. Und mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen über diese Kiste. Ich würde sagen, der Ghost ist schon ganz nett und für 160 Steine ursprünglich mit Season Pass und allen Extras. Boah. Ich gebe dieser Special Edition ein überzeugtes. Boah.